Ich weiß nicht mehr weiter. Moldawien, früher eines der wohlhabendsten Länder der Sowjetunion, heute der ärmste Staat Europas. Wer kann, geht ins Ausland, um dort zu arbeiten. Zurück bleiben Alte und Kinder. Maria Makleli lebt mit ihren Enkeln in der kleinen Stadt Chedir Lunga im Süden Moldawiens. Meine Tochter ist schon lange Zeit in Moskau, aber seit ein paar Monaten schickt sie kein Geld mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. An den Ständen der Wochenmärkte und in den Geschäften gibt es fast alles zu kaufen. Aber für viele Moldawier bleiben die Waren in den Auslagen unbezahlbar. Ohne die finanzielle Hilfe von Verwandten im Ausland können sie sich oft nicht einmal mit dem Nötigsten versorgen. Die Armut in Moldawien zeigt sich in ganz alltäglichen Dingen. Die Menschen können sich weder Strom noch Gas zum Heizen leisten, kein Essen und keine richtigen Schuhe, wenn Schnee liegt. Tamara Paunova und ihr Mann sind die Gründer des Vereins Gloria. Unterstützt vom christlichen Hilfswerk Wort und Tat haben sie in Chedir Lunga ein medizinisches Zentrum aufgebaut. Sie wollen den Bedürftigen aber nicht nur praktisch helfen, sondern ihnen auch von der hoffnunggebenden Botschaft der Bibel erzählen. Beides wird dringend gebraucht, denn der Staat tut nur wenig für seine Bürger. Es gibt zwar Gesetze und Maßnahmen der Regierung, um den Menschen hier in Moldawien zu helfen, aber das große Problem ist, sie wurden bis jetzt nie umgesetzt. Die pensionierte Ärztin Vera Trakalova ist seit der Gründung 2006 Chefärztin des medizinischen Zentrums. Früher hat sie in verschiedenen staatlichen Krankenhäusern gearbeitet. Jeden Tag aufs Neue erlebt sie, wie sehr die Menschen die Hilfe von Gloria benötigen. Viele Patienten sagen, dass sie ohne unsere Hilfe wahrscheinlich gar nicht mehr leben würden. Bis zu 100 Menschen behandeln Vera Trakalova und ihr Team jeden Tag kostenlos. Längst kommen die Patienten nicht nur aus Chedir Lunga. Durch ihre persönliche und qualifizierte Hilfe haben sich die Ärzte einen hervorragenden Ruf in der ganzen Gegend erarbeitet. Seit ich hier arbeite, sind es immer mehr Patienten geworden. Das zeigt, wie wichtig unsere Arbeit hier ist. Natürlich gibt es in Moldawien auch staatliche Krankenhäuser. Aber viele Menschen sind nicht krankenversichert. Rentner, Arbeitslose und andere Menschen ohne Einkommen können Untersuchungen und Medikamente nicht bezahlen. Konstantin Vragenlov kommt regelmäßig in das medizinische Zentrum, um sich von den Ärzten behandeln zu lassen. Ich bin chronisch krank. Mit meiner Rente und Behindertenversorgung kann ich es mir nicht leisten, Medikamente und Behandlung zu bezahlen. Der querschnittgelähmte Piotr Ivanovich ist für eine Ultraschalluntersuchung ins medizinische Zentrum gekommen. Für ihn ist neben der medizinischen Hilfe mindestens genauso wichtig, dass die Mitarbeiter für ihn da sind und ihm zuhören. Dass es jemanden gibt, der sich für seine Probleme und Sorgen interessiert. Menschlicher Kontakt heilt die Seele. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, besonders wenn man krank ist. Es hilft sehr, wenn man verstanden wird und jemand dir zuhört. Wenn der Arzt nicht auf den Patienten eingeht, fühlt man sich schlecht. Im medizinischen Zentrum gibt es auch ein eigenes Labor. Hier können in dringenden Fällen Proben sofort untersucht werden. Die Ergebnisse helfen den Ärzten, auch in komplizierten Fällen schnell eine Diagnose zu stellen.
Wenn ein Patient hierher kommt, können wir die Untersuchung, wie zum Beispiel ein EKG, sofort umsetzen und im Labor die Analysen durchführen. So können die Patienten häufig schon mittags mit den richtigen Medikamenten wieder nach Hause gehen. Auf die Hilfe der Gloria-Mitarbeiter sind besonders ältere Menschen angewiesen. Die staatlichen Renten sind so gering, dass sie sich oft nicht einmal ausreichend Lebensmittel kaufen können. Der kostenlose Mittagstisch im medizinischen Zentrum von Gloria ist für viele Menschen die einzige Möglichkeit, zumindest eine richtige Mahlzeit am Tag zu bekommen. Auch für die 76-jährige Jelena Dimitrievna. Wenn ich nicht hierher kommen würde, wüsste niemand, dass es mich überhaupt gibt. Und ich würde wohl verhungern. Zum Glück habe ich erfahren, dass es hier einen Mittagstisch gibt und den Menschen hier geholfen wird. Doch es gibt viele Menschen, die zu alt oder zu krank sind, um den Weg ins medizinische Zentrum zu schaffen. Sie werden zu Hause mit Lebensmitteln versorgt und medizinisch betreut. Jewgenja Jamboglova freut sich jedes Mal über den Besuch von Schwester Nadjezhda Ivanova, besonders wenn es gute Nachrichten gibt. Ich habe hohen Blutdruck und starke Schmerzen und ich dachte, meine Nieren sind krank. Zum Glück hat die Schwester festgestellt, dass es nur der Rücken ist. Svetlana Busadze ist Putzfrau und ihr Mann ist in Russland, um dort zu arbeiten. Bis jetzt hat er dort aber fast nichts verdient. Ohne die Hilfe ihrer Eltern wüsste Svetlana Busadze nicht, was sie tun sollte. Ich wohne im Haus meiner Mutter, weil wir im Heimatdorf meines Mannes keine Arbeit gefunden haben und er ins Ausland gehen musste. Ich lebe hier schon sehr lange. Meine drei Kinder habe ich hier zur Welt gebracht. Aber mittlerweile ist es hier viel zu eng. Aber das Schlimmste war der Zustand des Hauses. Es war alles kaputt. Die Fenster gingen nicht zu, es war feucht und das Dach war undicht. Trotzdem bin ich froh, dass mich meine Mutter weiter hier wohnen lässt, weil wir sonst gar nicht wüssten, wo wir sonst hin sollen. Um der Familie zu helfen, renoviert der Bautrupp von Gloria den kleinen Anbau, in dem Svetlana Busadze und ihre Kinder wohnen. Eine Hilfe, die bitter nötig ist. Wir erneuern zuerst das kaputte Dach. Danach verputzen wir die Wände, reparieren Türen und Fenster und machen das Haus winterfest. Dutzende Häuser hat das Team in den letzten Monaten kostenlos repariert. Denn kaum jemand hat genug Geld, um Handwerker zu bezahlen. Und viele Häuser sind in einem katastrophalen Zustand. Jeden Winter erfrieren Menschen in Moldawien, weil ihre Häuser keinen Schutz vor der extremen Kälte bieten. Besonders für Familien mit kleinen Kindern sind die Winter mit Temperaturen von bis zu minus 30 Grad ein großes Problem. Die Hilfe, die hier geleistet wird, ist wirklich spürbar. Ich bin sehr froh, dass ich hier arbeiten kann und dabei diese Menschen unterstütze. Ohne Gloria hätte die Familie die vielen Reparaturen an ihrem Haus nicht machen können, vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Es ist schön, dass es Menschen gibt, die anderen helfen. Gloria unterstützt auch Schulen und vor allem Kindergärten. Lydia Vornikova arbeitet in einem der Kindergärten, die mit der Hilfe von Wort und Tat renoviert wurden. Im Gegenzug hat sich die Stadt verpflichtet, auch Kinder aus Familien aufzunehmen, die sich den Kindergartenbeitrag sonst nicht leisten könnten. Besonders für die vielen Kinder, deren Eltern zum Arbeiten im Ausland sind, ist der Kindergarten sehr wichtig. Den Kindern fehlen einfach ihre Eltern. Sie haben sie oft Monate oder sogar Jahre nicht gesehen. Die Eltern arbeiten im Ausland, um Geld für die Familie zu verdienen. Und die Kinder vermissen sie. Natürlich lieben auch die Großeltern die Kleinen. Aber sie können sich oft aufgrund ihres Alters einfach nicht mehr so gut um ihre Enkel kümmern.
Das merkt man, dass die Kinder sich nach ihren Eltern sehen. Und das können Oma und Opa, egal wie viel Mühe sie sich geben, einfach nicht auffangen. Für die Kinder ist es etwas Besonderes, dass sie hier Spielzeug haben, etwas zu essen bekommen und einfach Kind sein können. Denn das ist nicht überall so. Der Unterschied zu anderen Kindergärten in Moldawien ist sehr groß. Bei uns ist es warm, gemütlich und trocken. Es gibt Spielzeug für die Kleinen und jeden Tag etwas Gesundes zu essen. Der ganze Kindergarten wurde von Gloria neu renoviert. Die Kinder fühlen sich hier sehr wohl. Es gibt keinen Kindergarten, den ich kenne, der so gut versorgt ist wie wir, dank der Hilfe von Gloria. Gloria не забывает и все во всем выручает и помогает нам. Ganz in der Nähe des Kindergartens liegt das Obdachlosenheim von Gloria. Hier wird denen geholfen, die gar nichts mehr haben. Die meisten der Männer, die hier wohnen, sind obdachlos und leben auf der Straße. Oder sie haben zu Hause Probleme, wurden von ihrer Familie rausgeworfen und wissen jetzt nicht wohin. Jeder, der im Heim wohnen möchte und arbeiten kann, bekommt eine Aufgabe. Einige versorgen die Hühner oder arbeiten mit im Haus oder Garten. Das hilft den Männern, sich wieder an einen geregelten Alltag zu gewöhnen und Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Gloria gibt den Männern die Chance auf einen Neuanfang, denn nur gemeinsam wird man die Zukunft zum Besseren verändern. Ich wünsche mir, dass wir hier alle Aufgaben, die auf uns zukommen, bewältigen können und Lösungen für die vielen Probleme finden. Und ich hoffe, dass Gott die Arbeit auch in Zukunft segnet. Zusammen mit den Menschen in Cerdelunga ist Wort und Tat dankbar, dieses Projekt begleiten zu können. Getreu dem Motto, Gott liebt die Menschen. Wir zeigen es ihnen in Wort und Tat.